Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück bei Raccoon. Ja, wir sind hier bei Monsieur Knospe und arbeiten jetzt als Teeservierer. Ziehen wir uns mal unsere Uniform an. Deine Arbeitskleidung anziehen? Ja. Sehr schöne rote Fliege. Ein avantgardistisches Gemälde des Monsieurs. Okay, wir schauen uns erstmal um hier. Die Tür ist verschlossen. Du findest 25G. Hineinsehen? Ja. Stapel über Stapel von gepuderten weißen Perücken. Ein Stapel Bücher zu verschiedenen Themen. Buch 1. In Perückenlaune. Warum weiß gepuderte Perücken nicht nur etwas für Komponisten des 18. Jahrhunderts sind. Buch 2. Die würdevolle Knospe. 5 einfache Schritte, die jeden Blindgänger zu einer Gentleman-Knospe machen. Buch 3. Pinke Männer blühen nicht. Ein Leitfaden, um eine perfekte Gentleman-Knospe zu werden. Du hast NHB-Konzertposter gefunden. Oh, das kann ich bestimmt aufhängen, ne? Leer. Achso, das war wahrscheinlich auf die Kiste bezogen. Es sieht so aus, als hätte jemand ein paar Verse in den Einband des Buches geschrieben. Tea Time. Ein Lil Butz Remix. Ich arbeite bis auf die Knochen, jeden Tag Butter servieren und der Chef in der weißen Perücke will mich nicht alleine lassen. Ich habe einen 18-Stunden-Tag und sie nennen es Überstunden, aber sie bezahlen mich in Tee, ich nenne das ein Verbrechen. Also hänge ich jetzt meine Schürze auf, ziehe meine Schuhe an, von jetzt bis zum Ende werde ich die Reime schreiben. Und für jeden da draußen, wenn du wirklich wie ich fühlst, wirf deine Blätter in die Luft, wir gießen unseren Tee aus. Chor. Singt. Teezeit. Wir wollen keine Teezeit. Mal 4. Ja, Lil Butz gefällt dir, glaube ich, nicht so. Ah! Du siehst adrett aus. Danke. Okay. Ich werde jetzt zeigen, wie man Tee serviert. Um ehrlich zu sein, es ist ziemlich einfach. Du musst nur auf der Feier herumlaufen und die Gäste fragen, ob sie noch Tee möchten. Wenn sie noch Tee möchten, finde heraus, welchen Tee sie möchten. Dann komm hierher zurück und nimm den Tee, den sie wollen. Wenn sie dich leiden können, wette ich, werden sie dir Sachen mitteilen, die uns helfen werden, den Essensdieb zu finden. Hier drüben ist eine kleine Auswahl verschiedener Teesorten. Gieße etwas in deine Tasse und bring es den Gästen. Einfach, oder? Aber denk dran, du kannst immer nur eine Tasse Tee gleichzeitig tragen. Wenn du den Gästen den falschen Tee servierst, musst du zurückkommen und es erneut versuchen. Verstanden? Ich glaube schon. Warum testest du es nicht mal? Bei Rupert. Bring ihm eine Tasse seines Lieblingstees. Den Sila Bern Spezial. Ach, eines noch. Siehst du das Waschbecken hier drüben? Jupp. Wenn du versehentlich den falschen Tee erwischt hast und du noch hier bist, kannst du ihn hier in das Waschbecken schütten. Verstanden. Gut, dann bring Rupert jetzt mal seinen Sila Bern Spezialtee. Aprikosen-Vanille-Traum. Intensiver Geschmack von Aprikosen gepaart mit süßem Vanille-Schwarztee. Zuckerhut Puer. Erdiger Puer, gemischt mit süßen, ahornartigen Bonbon-Haubenpilzen. Rose Assam. Eine kühne Mischung aus schwarzem Tee und Rosenblättern. Echt stark. Silabeeren Spezial. Ein seltener weißer Tee mit getrockneten, duftenden Silabeeren.
Du trägst nun eine Tasse vom Silberband Spezial. Was jetzt? Ist es wichtig? Ist das der Silberband Spezial, den du mir hier gebracht hast? Köstlich. Ja, du hast es raus! Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich habe etwas Wichtiges zu erledigen. Sugar Baby, Fuji. Ich mach mich auf zu den Gasträumen. Ich bin dort, falls ihr mich braucht. Viel Glück und vermeidet Probleme. Jawohl, Sir. Seid ihr alle bereit? Die Feier wird im Raum zu eurer Linken abgehalten. Jetzt geht raus und serviert den Tee. Ich vertraue euch mal, dass das Gebäck heute warm ist. Ja, Sir, Mr. Rupert. Sehr warmes Gebäck. Gut, weil wir hier nämlich kein kaltes Gebäck servieren. Hahaha, kaltes Gebäck. Yeah. Hey, du da. Was machst du dort drüben? Oh, ich bin weg. Warte mal, was hast du getan? Komm zurück, jetzt sofort. Was zum Streusel? Nein! Die Teeparty ist ruiniert. Darf ich Ihnen heute irgendeinen Tee anbieten? Oh, ich bin momentan ziemlich voll, also nein. Der Tee war aber absolut köstlich. Das Gebäck andererseits, das war ein bisschen unterkühlt. Schon cool. Darf ich Ihnen heute irgendeinen Tee anbieten? Oh, Kellner, ich suche nach etwas Gewagtem. Ach Schatz, nicht das wieder. Wie bitte? Musst du immer so gewagt sein, Nettie? Ich meine, du trägst gerade einen Hut, der Blumen darauf hat. Was ist das Problem mit Blumen? Mein Schatz, wir sind Blumen. Na und? Oh, das bringt mich auf eine fantastische Idee. Kellner, könnten Sie mir bitte einen Tee bringen, der Blumen enthält? Meine Güte! Blumen also. Achso, das wollte ich gar nicht. Den wollte ich. So. Oh, haben Sie mir etwas Gewagtes gebracht? Genießen Sie ihn. Oh, der ist perfekt. Das Aroma, diese subtile Süße, es ist so tabu. Ekelhaft. Oh, Minerva. Lebe ein bisschen. Wir haben Cousinen, die sind Rosen. Du hast erfolgreich deinem Gast einen Tee serviert. Solch guter Tee und ihr seid solch wunderbare Teekellner. Du bist so großzügig mit Lob, Nettie. Mach ihn jetzt bitte nicht größenwahnsinnig. Obwohl, dieses Kind ist Welten besser als Maxwell. Maxwell, du meinst nicht zu welch Lebat? Oh, oh, oh. Igitt. Ist das, wie sich der kleine Rapauke heutzutage selbst nennt? Lil Butz? Er ist ein Rapauke. Ende der Geschichte. Sein Vater war nett genug, ihm eine Arbeit hier zu beschaffen. Aber das Kind weiß das nicht zu schätzen.
Er rennt rum und spielt praktisch nur Scherze auf Kosten der Leute, wirft Frösche in Teetassen und zeichnet unverschämte Sachen an die Wände. Wenn es nach mir ginge, würde ich das Kind mal wegschicken, und zwar ins Internat zu den Höhlenknospen. Du siehst heute echt großartig aus. Oh, keine Sorge wegen Hubert. Er verliert seine Perücken öfters mal. Aber kein Problem, er hat ca. 50 von denen. Darf ich Ihnen heute irgendeinen Tee anbieten? Mama sagt, ich sei zu jung für Tee. Aber das ist okay, ich mag eh nur Kuchen. Erdbeerkuchen ist mein Favorit. Darf ich Ihnen heute irgendeinen Tee anbieten? Danke, ich habe schon jede Menge Tee hier. Aber ich würde mir wünschen, dass jemand die Schmutzschale nachfüllen würde. Wer mag denn nicht etwas Schmutz in seinem Tee? Schmutz? Schmutz. So lecker. Schmutz. Ein Schokoladenkuchen dekoriert mit dicken roten Früchten. Ein frischer Erdbeerkuchen mit leicht geschlagener Creme. Darf ich Ihnen heute irgendeinen Tee anbieten? Nein, danke. Ich bin gerade mit diesen kleinen Sandwiches zufrieden. Darf ich Ihnen heute irgendeinen Tee anbieten? Oh, nein, nein, nein. Ich habe nur Interesse an den Desserts. Genau genommen, alles in Ordnung? Ich hatte 3 Donuts. Oh, das ist eine Menge Donuts. Und einen halben Apfelkuchen. Wie, einen halben Apfelkuchen? Eine Käseplatte, eine Schachtel Schokolade, 3 weitere Donuts und einen Hamburger. Oh, du meine Güte. Die haben hier Hamburger? Du musst mir helfen. Desmond fühlt sich nicht gut. Ich versuche mein Bestes. Gibt es etwas, das ich dir holen kann? Nun, ich fürchte, ich habe Bauchweh, weil ich zu viel fettiges Essen gegessen habe. Hast du einen Tee für mich, der mir hilft, das Fett abzubauen? Du weißt, die Schwere des Essens auszubalancieren. Ich hab's. Mama sagt, der Puer-Tee hilft, die reichhaltigen Desserts zu kompensieren. Ja, Puer-Tee, den brauche ich jetzt. Bring mir einen davon. Bitte, ich wusste nicht, dass ich meine Blütenblätter so dehnen können. Alles klar. Wir machen uns auf den Weg, holen ihm einen Puer-Tee. Und weiter geht's. Hast du mir einen Puer-Tee mitgebracht? Ich brauche den. Ich brauche den! Deinem Gast den Tee servieren. Genießen Sie ihn. Oh, süße Erleichterung. Desmond wird's bald besser gehen. Du hast erfolgreich deinem Gast einen Tee serviert. Wow, jetzt weiß ich, wie sich der Monsieur Knospe fühlen muss. Was meinst du? Nun, es gibt Gerüchte, dass er damals, als der Monsieur noch nicht so eine stattliche Größe hatte, sich mit einem der Stammgäste getroffen hat. Einer Knospe namens Minerva. Minerva? Sie ist verschroben, trägt einen Hut mit schwarzer Schleife und ist gerade im anderen Raum. Egal. Der Monsieur hat so viel gegessen und wuchs so breit und so groß, dass er nicht länger in der Lage war, sie zu sehen oder zu hören. Das war dann das Ende dieser Beziehung. Sehr interessant. Diese Musik ist so toll! Was für ein toller Pianist! Er spielt mit solchen Emotionen.
Manchmal ändere ich einfach das Programm und spiele etwas Fröhlicheres. Die Gefahr darin ist, dass Knospen manchmal zu blühen beginnen, wenn die Musik zu schön ist. Zu blühen? Zu blühen, du weißt, unsere Blütenblätter öffnen sich und wir verwandeln uns in Blumen. Und lass mich dir eines sagen, Knospen mögen sowas nicht. Eine blühende Knospe wird hier als ungehobelt angesehen. Wir sind nicht mehr im Garten. Das hier ist die gehobene Gesellschaft. Also was spielst du denn dann? Bohnenstangenmusik. Knosphoven. Etwas Entspanntes, weißt du? Ja, nicht Beethoven, sondern Knosphoven, genau. Sonnenblume. Hey, ihr arbeitet jetzt auch hier? Jupp, heute ist mein erster Tag hier auf der Arbeit. Willkommen bei uns. Eine Warnung jedoch. Dieser Ort ist verrückt. Was meinst du? Du wirst sehen. Zweifelsohne. Ich nehme mal an, ihr genießt die spezielle Teeparty des Monsieur. Wow, ist dies der Monsieur? Er ist wirklich riesig. Kann ich euch helfen? Kann ich den Monsieur treffen? Ah, ich fürchte nicht. Wie ihr vielleicht wisst, hat ein Dieb von Monsieurs Teeparty Essen gestohlen. Das ist von großer Wichtigkeit. Immerhin, wenn der Dieb in der Lage war, das wertvolle Prunkstück der Feier, den Streuselkuchen mit Pekannuss und Silabeeren. Ui, Streuselkuchen? Alles läuft wie im Schnürchen, Sir. Kein Grund, sich zu ärgern. Das ist eine Katastrophe. Wie ich schon sagte, wenn der Dieb in der Lage war, etwas so Wichtiges zu stehlen, wer weiß, zu was er noch alles in der Lage ist. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann niemandem erlauben, den Monsieur zu sehen, bevor dieser Kriminelle gefunden wurde. Es ist zu gefährlich. Dann servieren wir mal weiter Tee und hören uns um. Ich sage dir, hier im Haus geht etwas Verdächtiges vor. Letzte Nacht hörte ich Geräusche, die direkt aus der Küche kamen. Ein komisches Klimpern. Als wenn jemand direkt durch die Pfannen und Töpfe laufen würde. Darf ich Ihnen heute irgendeinen Tee anbieten? Nein, danke. Ich sehe mir nur diese Kunstwerke an der Wand an. Denkst du, der Monsieur sehnt sich danach zu tanzen, wie die beiden dort drüben im Leuchtturm? Spitzenparty, würdest du das nicht auch sagen? Ich denke, mein Favorit sind die Gemälde von Monsieur Knospe. Er hat so ein auffallendes Äußeres, findest du nicht auch? Ja, da auch so Bild aufgehängt. Der Lebatz. Darf ich Ihnen heute irgendeinen Tee anbieten? Es wurde aber auch mal Zeit, dass jemand meine Bestellung entgegennimmt. Der letzte Tee war wirklich nicht stark genug für mich. Ich suche nach einem schwarzen Tee, vielleicht etwas mit Frucht? Wird gemacht, kommt sofort. Ein schwarzer Tee mit Frucht. Der ist es. Der Aprikosen-Vanille-Traum. Oh, haben Sie mir einen guten, fruchtigen Schwarztee gebracht? Genießen Sie ihn. Ja, das ist genau der Tee, den ich gesucht hatte. Perfekt. Du hast erfolgreich deinem Gast einen Tee serviert.
Teekellner, Sie sehen wie ein schlauer junger Bursche mit funktionierenden Augen aus. Sei so nett und gib mir Auskunft, okay? Okay. Liegt es nur an mir oder arbeitet wirklich ein Apfel hier? Ein Apfel? Ja, ein Apfel. Ein Apfel, der sich offenbar selbst pink angemalt hat, um auszusehen wie eine Himmelsknospe. Aber er kann mich nicht täuschen. Spricht Orlando wieder über diese Apfelverschwörungstheorie? Er ist ein Apfel. Sicher, sicher. Und ich bin eine Banane. Ach. Ein Apfel also? Wer ist ein Apfel? Ich sollte wohl besser nicht gehen. Ich habe gerade meine erste Arbeit. Du hast deine Sache heute gut gemacht. Zeit, Schluss zu machen. Ihr könnt heute Nacht in meinem Zimmer schlafen. Nein, das ist doch kein Apfel. Hallo zusammen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Bin am Morgen aufgewacht, hab meine Knospenblätter gereinigt. Dann gab es ein traditionelles Himmelsknospenfrühstück. Lese ein Buch über die Himmelsknospen. Geschichte. Typische Dinge, die eine typische Himmelsknospe machen würde. Ja. Gut, mir geht's gut. Ist das pink? Läuft da pinke Farbe über deinen Rücken? Oh, dir gefällt es also, Dinge zu hinterfragen. Ich liebe Dinge. Das ist super. Dinge sind super. Fragen sind total genial. Es sieht so aus, als hättest du pinke Farbe auf dem Rücken. Oh nein, das ist keine Farbe, das ist Creme. Pinke Creme, du weißt, für meine Blütenblätter. Alle Himmelsknospen nutzen das. Hallo zusammen. Nicht so wichtig. Jeder hat mir mitgeteilt, dass du heute großartige Arbeit geleistet hast. Wie war dein Tag? Es war echt spaßig. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so viel Teenachschub gesehen. Wir hatten Fässer über Fässer von Teeblättern, Teile von Früchten und Schokolade. Getrocknete Blumen und Kräuter, Flaschen von Essenzen aus der ganzen Welt, frische Sahne. Es war fantastisch. Alfred hat mich neue Mischungen kreieren lassen. Es war mir eine Ehre, gnädige Frau. Sie sind ohne Zweifel eine richtige Teespezialistin. Jeder hat mir mitgeteilt, Achso. Fertig fürs Bett? Klingt gut. Ich bin erschöpft. Deine Mama ist echt talentiert im Entwickeln neuer Teemischungen. Es war eine Ehre, mit ihr zu arbeiten. Wenn du bereit bist, werde ich dich auf die Nacht vorbereiten. Wir sind bereit. Okay, ich warte in deinem Zimmer auf dich. Gehen wir mal hinterher. Hey Leute, ihr könnt heute Nacht hier schlafen. Aber wo wirst du schlafen? Ich kann heute bei Rupert bleiben. Er ist ein bisschen gestresst, also denke ich mal, er würde eh von meiner Gesellschaft profitieren. Habt ihr Leute irgendetwas über den Dieb herausgefunden? Nicht so viele. Oh, das ist schade, aber keine Sorgen, morgen ist auch noch ein Tag. Erholt euch ein wenig. Und wir werden dann morgen weiter ermitteln. Willst du ins Bett hüpfen und ich mach das Licht aus? Okay. Alles bereit? Ich bin bereit. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, Mama. Was zur Hölle? Mama, hast du das gehört? Hab ich. Es klang, als würde es aus der Küche kommen. Ich denke, wir sollten mal nachforschen. Okay. Sehr verdächtig.
Mama, was war das? Ich weiß es nicht, Schatz. Aber es hört sich an, als würde es direkt von da vorn kommen. Sollen wir nachsehen? Wir müssen weitermachen, wenn wir herausfinden wollen, wer der wahre Dieb ist. Das ist der größte Kühlschrank, den ich je gesehen habe. Ah, was ist da drin? Ich weiß es nicht, Schatz. Aber du solltest lieber nach mir. Du solltest lieber nah bei mir bleiben. Oh je. Oh mein Gott. Monsieur, hast du wieder im Schlaf gegessen? Oh je. Es war also der Monsieur ganz alleine. Geheimnis gelöst. Ich wusste, ihr Leute könnt es schaffen. Nun, ich schätze, das nimmt eine große Last von meinen Schultern. Ah, du bist hier. Wir sind alle froh, dass du es schaffen konntest, vor allem der Monsieur. Oh ja, vielen Dank. Im Austausch für deine Hilfe bei unserem kleinen Problem. Haha! Maxwell! Entschuldige, Papa. Würden wir dir sehr gerne auch einen Gefallen tun. Wie du weißt, wir haben alle Arten von speziellen Dingen aus der ganzen Welt. Also, benenne etwas davon und es gehört dir. Nun, es gibt eine Sache, die wir wirklich gern hätten. Oh? Würde der Monsieur eine Probe unseres Tees trinken? Genau genommen ist er von Frau Casco. Aber er ist der beste Tee im ganzen Wald. Der beste Tee, sagst du? Ich finde das zwar echt schwer zu glauben, aber werde eure Anfrage erlauben. Bis auf eines. Ich hätte gerne vorher eine Probe davon. Du weißt, aus Sicherheitsgründen. Oh, natürlich. Wir haben jede Menge zum Verteilen. Nun, wenn das so ist, sollte ich in der Lage sein, eure Anfrage zu genehmigen. Wo ist dieser Tee, von dem du sprichst? Genau hier, Sir. Du hast Rupert eine Tasse vom Mitternachtskürbistee angeboten. Dieser Geschmack ist so... so gut! Keine Sorge, das passiert sehr oft. Er kommt zurück, sobald er sich hergerichtet hat und sich eine neue Perücke geschnappt hat. Er hat mehr gepuderte Perücken als Knospofen. Wo war ich? Ach ja, Sir. Also dieser Tee hat wirklich eine sehr hohe Qualität. Du hast meine Erlaubnis, ihn mit Monsieur Knospe zu teilen. Ui, ein neuer Tee für mich? Ja, Monsieur, eine sehr geschmackvolle Mischung aus... Woher kommt dieser Tee nochmal? Es ist von Casco, aus dem Mitternachtsteeladen. Er ist aus dem Mitternachtsteeladen, Sir. Ich liebe ihn. Wir müssen davon mehr bekommen. Unglaublich. Der Monsieur mag ihn. Es ist offensichtlich, dass wir alle sehr beeindruckt sind. Seien Sie versichert, wir werden jede Menge davon aus dem Mitternachtsteeladen kaufen. Super! Vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen. Du und deine Mutter seid hier beide jederzeit willkommen. Danke, Rupert. Ich werde euch Leute echt vermissen. Ihr seid wie die Cousinen, die ich nie hatte. Die Cousinen, die du nie... Die meine Cousinen sind. Meine echten Cousinen. Ihr seid also keine Fremden mehr, okay? Kommt uns jederzeit besuchen. Du kannst in meinem Zimmer bleiben. Oh, und hier ist ein kleines Geschenk. Etwas, um dich an das Himmelsland zu erinnern. Du erhältst die himmlische Bummel. Lebt wohl, seltsame Kreaturen von der anderen Seite des Meeres. Wir sehen uns, Sugar Baby.
können wir ja jetzt mit Casco schon mal reden. Nur die Drachenasche haben wir natürlich noch nicht. Ich guck noch mal kurz, was es hier hinten gibt. Ach so, eine Höhle. Du findest Blumenmurmeln. Okay, da haben wir auch schon wieder zwei Murmeln. Und sogar die Spitzhacke können wir uns dann jetzt schon herstellen lassen. Das ist doch fantastisch. Also erstmal wieder auf die Erde. Das wollte ich die ganze Zeit schon mal abernten. Oh, und hier sind ja unsere Freunde. Tony, Christina. Es ist schön, dich wiederzusehen. Wie geht's dir? Es geht mir gut. Ich möchte nicht länger alleine auf dieser Insel leben. Ich genieße es echt, Zeit mit meiner Tochter und den Enkelkindern zu verbringen. Danke, dass du mir etwas zurückgegeben hast, was mir für immer als verloren schien. Vater ist jetzt so anders. Vielen Dank, dass du etwas repariert hast, das für uns beide so wichtig ist. Man hilft doch, wo man kann. So, und jetzt mach mal eine Spitzhacke. Einen Moment bitte. Hier ist deine neue Spitzhacke. Klasse. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann weiter in der nächsten Folge. Raccoon, schaltet dann wieder ein. Mein Name ist Tom und bis dann.